Kinder, der Flughafen und ein Büchertisch. Das kann doch eigentlich nur eins bedeuten. Die Kinderbuchtage Erfurt sind auf dem Flughafen zu Gast. Na, Moment noch mit dem Countdown. Fragen wir erst einmal die Kinder, worauf sie sich heute Nachmittag hier freuen. Auf die Leser. Okay, und besagte Leser, wie geht es denen gerade so? Ja, also Figarino Live ist heute zum ersten Mal hier auf dem Flughafen und wir sind schon sehr aufgeregt und gespannt, was da so passiert, ob wir vielleicht wegfliegen oder mitgenommen werden. Mal sehen. Ja, bist du aufgeregt? Echt, André? Ja, ich bin noch nicht aufgeregt, aber das geht bei mir immer ganz kurz vorher los, so 2 Minuten vorher, dann kriege ich fast einen Herzinfarkt, aber heute wird es, glaube ich, klappen. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Figarinos? Fahrradladen. Und damit sagen wir Hallo Erfurt! Sonst jeden Samstag im Radio zu hören, ist Figarinos Fahrradladen mit seinen abenteuerlichen Geschichten um die nervige Nachbarin Sparbrot, die Freunde Bärbel und Hansi, den frechen Kater Long John Silver und natürlich Figarino selbst, heute auf dem Erfurter Flughafen zu Gast. Vor 2 Wochen wurde ich von einem Drachen entführt. Er hat geschnauft und geschrien, Mann, ich war echt irritiert. Eigentlich war ganz nett, ein bisschen einsam vielleicht. Wir tranken Tee, er hat dazu Kekse gereicht. Er sagt, er steht auf Hip-Hop, wir haben um die Wette getanzt. Aber dann, das gibt's doch gar nicht, das ist nichts für mich. Ist denn das so schlimm, weil ich nun mal so bin? Und glaubt ihr das auch? Oh Mann, ey, ist voll langweilig. Voll langweilig? Den über 300 erschienenen Kindern mit ihren Eltern und Großeltern war ganz und gar nicht langweilig. Ich hasse Wasser. Es sei denn, es sind Fische drin. Apropos, ich hab Hunger. Oh, ja, was essen könnte ich jetzt auch. Nein, du dicker, verfressener Wurstelmops, wir sind hier doch nicht auf dem Picknickausflug. Sie, Figarino, meinte doch den Kater mit Wurstelmops. Was? Mitnichten. Sag mal, hast du eigentlich einen Namen? Natürlich habe ich einen Namen. Wieso fragst du das? Sehe ich etwa aus, als hätte ich keinen Namen? Er ist doch vollkommen schnurz. Er sieht schrecklich aus. Allein diese riesengroße Nase. Apropos Nase. Alle die an diesem Nachmittag hierher gekommen waren, hatten in jedem Falle die richtige Nase. Den richtigen Riecher. Figarino Spezial.